Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Mystery Tales 2, die Grauzone Bonusabenteuer. Ja, jetzt hat es doch irgendwie diese Hexe geschafft, Besitz von dem Körper unserer Tochter zu bekommen. Aber nicht ganz, sie muss noch ein Ritual vervollständigen. Und das wollen wir ihr also ausreden. Ja, das ist offensichtlich, dass etwas fehlt. Wow, okay. Man könnte meinen, er wäre lebendig hier. Und hier ein Kristallwolf. Wo ist denn seine andere Pfote? Ach, dem fehlt was? Oh, ein Beinchen fehlt dem Wölfchen. Was ist hier? Der perfekte Ort für Moos. Ja, leider haben wir kein Moos. Ohne Moos nichts los. Und wer bist du? Ach, dem fehlen die Hörner. Okay. Was ist hier? Hier fehlen anscheinend auch noch ein paar Skulpturen. Okay. Die Karte sagt, wir können einmal hier im Eingang was machen und vom Tempel noch was. Schließe mich mal vom Tempel. Hier fehlt auch was Rundes. Eine Scheibe fehlt. Den Hebel habe ich leider nicht, aber vielleicht kann ich etwas anderes verwenden. Vielleicht das Messer. Das öffnet sich und wir kriegen einen Horn vom Golem und noch irgendeine Verzierung. 1 und 4. Wird halt bloß noch diese komische Kugel. Was hat er gesagt? Scheibe oder Kugel? Irgendwas in der Richtung. Hier am Tempel können wir auch noch was machen. Ja, da kommen wahrscheinlich diese Sachen auch rein. Brauche ich da Wasser? Und wir kriegen die Kanone, die hier fehlt. Ich kann etwas erkennen. Ah, und was sagst du mir leider nicht? Okay. Das war jetzt nicht schwer und da hat sich ein Schatz ergossen. Das Gesicht ist auch bekannt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass noch das andere Gesicht wieder kommt. Finde alle Idole. Ach so, Götzen oder Idole. Bom, 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 bom. Könnte hier noch was sein? Ist hier was im Dunklen? Okay, der ist es nicht. Idole, Idole. Der auch nicht. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil ich kenne mich da nicht so damit aus. Ich habe keine Ahnung. Ich klicke jetzt wirklich mal auf jedes Ding, wo ich denke, ja, Idol. Finde alle Perlenketten. Okay, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal. Okay, das wird nicht unter Perlenkette bezeichnet. Alles klar. Alles, was mit Perlen da liegt, hat nichts mit Perlenketten zu tun. Interessant. Weil das sind ja eindeutig Perlen. Das hier könnte als Perle bezeichnet werden. Das hier hinten. Aber das hier eigentlich auch, weil das ja auch so eine Art Perlen sind. Aber sonst sehe ich hier gerade nichts. Abscannen wieder natürlich.
Also wie gesagt, das da kann ich jetzt raufklicken, bis ich blöd bin. Da auch. Das hier ist auch keine Perlenkette, das grüne hier. Das hier auch nicht. Ich brauche einen Tipp. Bitte was? Ja, okay. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus mit deren Mythologien, wo man sagen kann, hey, das ist das, das ist das. Armreife, Armbänder soll ich suchen. Ja, okay. Über Geschmäcker, über Armbänder lässt sich für gewöhnlich streiten, würde ich mal behaupten, oder? Ich bin eine Quaste. Jetzt kommen die auf einmal mit Quasten. Quaste. Affinity Quaste. Ist das schon der letzte Gegenstand? Okay, das ist eine Quaste. Aber jetzt sag mir jetzt bitte nicht die Poster hier. Nö. Okay. Hier in dem Bonusabenteuer haben sie aber es aber ganz schön arg mit ihren in ihrer Intro-Musik, wa? Oh. Eröffnet sich gleich für uns, da ist ein Brustkorb. Traumfänger und Tomahawk. 1 von 2. Traumfänger, Traumfänger. Brauchst du deinen Traumfänger? Na komm, jeder braucht einen Traumfänger. Okay, er will es nicht. Aber hier will jemand was. Finde alle Vogelpaare, um das Zelt zu öffnen. Ja, oder verlassen sie einfach das Minispiel. Mhm. Hi. The spirits foretold of your arrival. They have a message for you, but I need my pan flute to translate it. Kann mir einer mal sagen, warum die Stimmen der Personen hier im Bonusabenteuer so, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, so verdammt leise sind? Optionen. Ich mach mal hier Umgebung ein bisschen leiser und Effekte ein bisschen leiser. Ich hoffe, das hilft irgendwie. Was hat das dieses Symbol zu bedeuten? Die Essenz der Erde musst du deinem stillen Wächter geben. Die Essenz des Windes findest du im Himmel. Für die Essenz des Wassers brauchst du einen passenden Container. Der Samen des Lebens wird durch die Sonne zum Leben erweckt. Okay, das ist quasi ein Hinweis. Und hier brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Klöckchen. Sonst kriegen wir hier nichts. Geister mögen den Klang der menschlichen Stimme nicht. Das wäre mir jetzt ziemlich neu, wenn ich die Geisterakten so höre, wie gesprächig die Geister da sind. Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Geist wäre, nur rein theoretisch, und ich würde hier in diesem Haus spuken, keiner wäre mehr da und so weiter, hier würde auch keiner mehr wohnen, und urplötzlich würde da jemand wieder sein, ganz ehrlich, das Erste, was ich als Geist machen will, ist sprechen, mich unterhalten. Oh, weia. Info. Schiebe alle Perlen zur Mitte. Und wahrscheinlich beeinflusst die andere Perle die Perle. Das vergessen sie ja immer wieder. Ja, seht ihr? Hier. Das war ja wieder klar. Liebe Entwickler, liebe Domino Games, glaube ich, heißt ihr ja. Demnächst bitte bei sowas das dazu schreiben. Das wäre vom Vorteil. Ich mach mal hier so nach oben.
Also so solche, das kann man ja auch wieder unter Schieberätsel einstufen. Jeder weiß, dass ich und der gute Lufia so die absoluten Hardcore-Fans sind, was Schieberätsel angeht. Aber bitte, liebe Entwickler, wie gesagt, wenn ihr so ein Rätsel macht, bitte schreibt es dazu, sowas wie jetzt hier, nur mal als Beispiel. Schiebe alle Perlen zur Mitte, beachte aber eine, sie beeinflussen sich gegenseitig. Sowas wäre so hilfreich. Warte mal, ich schieb mal die so hoch, weil, ja doch, ich schieb die jetzt mal so hoch. Finde ich ja grandios, dass jetzt wieder die Perle da beeinflusst wird. Es kann sich nur um Stunden handeln, um Jahre und so weiter. Ich hasse es. Schnarch, 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 schnarch. Das stellt mich natürlich wieder auf eine harte Probe, das gute Stück. Einfach vorspulen, wenn es euch zu lang dauert. Sorry, Freunde. Ich hab's versucht. Ja, mir fehlt noch ein Stück. Ja, ja, ist gut. Ist gut. So, was hast du hier? Tomahawk. Ich weiß gar nicht, was sie von mir will, weil ich das natürlich nicht beachtet habe, weil die Stimme wieder zu leise war. Aber vielleicht will der Herr ja seine zwei Tomahawks. Großer, starker Krieger. Okay, was kommt dabei raus? Ein Hebel oder was? Ein Speer. Okay. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Ach ja, hier kommt der Speer rein. Das ist wahrscheinlich das nächste Rätsel. Info. Stelle die richtige Uhrzeit auf der Sonnenuhr ein. Und wo soll ich wissen, was die richtige Uhrzeit ist? Ist das vielleicht hier so der kleine Hinweis wieder? Also ich brauche auf jeden Fall das Symbol. Das ist das hier.
Also, Memo an mich, merken, wenn die Entwickler hier bei Mystery Tales was schreiben, stell die richtige Uhrzeit ein und dann kommt los, da ist nur so ein klitzekleiner, klitzekleiner Text. Dann bedeutet das immer, pass auf, bedeutet, dass sich die Uhrzeiten hier selber immer einstellen. Und vor allem, dass hier die Zeit immer beeinflusst wird. Ich brauche mal kurz das Handbuch, Freunde, was das angeht. Bevor ich hier wieder irgendetwas überspringe. Okay, das so soll so ausschauen. Sicher? Oder ist das dieses Rätsel wieder random generiert? Ich glaube, das ist wieder so ein Rätsel, das random generiert ist, einfach. Warte mal, ich muss mich... Oh, ich bin doch doof, schaut mal. Ich muss mich hier an die Schatten orientieren. Ja, ist ja logisch. Das ist natürlich gemein. Aber jetzt glaube ich, habe ich es kapiert. Das heißt, das muss hier in dem Schatten sein. Boah, also Sonnenuhr. Nee, ist klar. Boah. Aber ich habe es gelöst. Das ist das Gute. Was ist denn hier? Ach so, ja, die Figur hier ergänzen. Ach so, es ist jetzt wieder sowas. Stelle die Figuren an den richtigen Stellen ab. Sie bewegen sich nur in der richtigen Reihenfolge. Und wo soll ich wissen, was die richtige Reihenfolge ist? Ach so, jetzt nur die Kinder rüber zu. Ja, ich will, dass das Kind hier verschwindet. Okay, das war auch noch relativ einfach. Ich glaube, das gehört dir, Mr. Wolf. Und wir kriegen den Kristall. Okay. Ja, ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Aber hier, den Schritt mache ich noch. So, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier noch weitergehen wird. Weil noch ist unsere Tochter mit der Hexe im Körper auf der Flucht, hat sich ja da hinten verbarrikadiert und will halt dort ein Ritual durchführen, damit sie den kompletten Körper von unserer Tochter kriegen. Das werden wir natürlich aufhalten, Freunde. Und wenn das Bonusabenteuer vorbei ist, zeige ich euch noch die Hintergrundbilder, die Konzeptentwürfe und so weiter, was ich da euch noch zeigen kann. Auch die Aufzeichnungen werde ich euch zeigen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Tschüss.